So. Worauf wartest du? Ja, geht da los. Genieße nur die Aussicht. Ja. So, damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk. Wir machen jetzt mal hier weiter. Mit der wunderschönen Quest. Und gucken mal, was uns erwartet. Auf jeden Fall Gegner. Auf jeden Fall. Scheiße, Alter. Hoppala, hoppala, hoppala. Ja, wenn man schon 1-2 Tage Pause gemacht hat, man merkt das. Uiuiui. Erstmal wieder reinkommen. Aber naja. Wir kriegen das wieder hin. Das wird schon. Die müssen wir ja die nicht töten. Ich muss wieder mit denen sprechen. Was war denn? Du hast schon mit denen gesprochen. Das sind meine Leute. Red mit ihnen. Hat die Waffen schon vorher? Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja. Garage. Von hinten. Aber pssst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Okay, dann probieren wir mal Stealth. Da rein. Worauf wartest du? Genieße nur die Aussicht. Interessante Tür, nee, ne? Da ist inne. Da sind zwei. Sitzen nur da. Und? Nichts. Sitzen nur da und gucken.
war knapp. Ja, nice, aber. Still sein, beobachten, niemanden umlegen. Das war dein Job. Passiert. Jetzt bist du von mir. Schnell, finde den Kamionett. Hey, das ist mein Rudel, mit dem du dich anlegst. Ja. Pistet den Wichser! Treffer versehen! Da durchschießt. Die Rocker gehört mir. Alter, holy. Gut viele.
So, hey. Da kommen jetzt immer mehr, oder wie? Ich glaube, ich jetzt hier alle killen muss. Was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Schritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist? Das sieht. Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden. Ihn stellen. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn habe? Sag ich dir mal. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Hinter dem Kamionett ist ein Tor. Ich mache auf. Okay. Alter, jo, hau rein. Was ist die denn?
Lass ihn! Was ist los? Den Schwein will ich haben. Bleib konzentriert. Ich kümmere mich. Lol, Alter, ich will ja gar kein Leben. Er ist im selben Sauer wie die Alpha. Erledigt ihn. Junge, was ist denn hier hinter mir? Hallo? Alter, yo! Komm, komm, komm! Lad nach, Junge! Oh, lad nach! Jetzt der Roger. Ich glaub, die hat genug. Lecky, Mecky. Okay. Ah, okay, ich hab wieder Schuss. Moin. Wo liegt denn her? So, machen wir auf hier. Hallo? Hä? Ich bin schon mal maximal verwirrt. Okay, ich bin maximal verwirrt jetzt. Soll ich jetzt hier durchkommen? Geht's hier raus? Okay. Hier durch? Nee. Ja, das ist schön, aber ich würde gar nicht rauskommen. Könnt ihr mich mal hier rauslassen? Das sind jetzt jetzt hier. Okay. Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten. Klar. Du musst zuerst. Lasit? Ich weiß auch nicht. Oh, hey. Sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Okay, genug mit dem Gelaber. Sag schon, wer bist du? Bryce Mosley, Nightwatch Spezialagent. Können wir reden? Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Sorry, ich arbeite nicht für Konzerne. Komm schon, das macht jeder. Hast du bestimmt auch. Ich könnte das sogar überprüfen, aber wir lassen uns jetzt nicht ablenken. Kein Interesse. Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Brigitte und ihr Schuss und Teenage-Tune sind seit Tagen kaltgestellt. Seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennen sie Außenstehende, die sie für spezielle Jobs reinholen. Fußabtreter. Wenn sie dich nicht mehr brauchen, wirst du entsorgt. Wie alle Ragnons. Hast du Beweise dafür? Dass die Voodoos mich reinlegen wollen? Wollen? Das haben sie schon.
Als du dich verlinkt hast, haben sie dir mit dem Spectre ein Virus untergejubelt. Woher will der Wichser das wissen? Der will dich doch offensichtlich manipulieren. Das hätte ich gemerkt. Hast du Beweise? Hättest du das? Dann sieh selbst. Lass eine Systemdiagnose laufen. Na gut. Und? Alles normal. Keine Spur von... Starte noch eine. Und dann vergleich die beiden Ergebnisse. Identisch, was? Weil es kein echter Scan ist, sondern eine Kopie. Okay. Die Zeit rennt dir davon. Was habt ihr gegen die Voodoos? Weißt du, wie viele Angriffe durch die Blackwall wir letztes Jahr neutralisiert haben? Soll ich raten? Also weißt du es nicht. Niemand in Night City weiß das außer uns. Und niemand will es wissen. Die Leute denken, sie ist eine feste Grenzmauer, geschaffen, um die Menschheit ewig zu schützen. Dabei ist sie eher ein aufgerissener Müllsack, der über ein kaputtes Fenster geklebt wurde. Und die Voodoo-Boys hören nicht auf, Löcher in das verdammte Teil zu stechen. Okay, was bietest du mir an? Einen Kompromiss. Ich hole den Voodoo-Virus aus deinem System und lasse Brigitte und T-Neptune frei. Sie werden aufwachen, als sei nichts geschehen. Keine Sorge. Im Gegenzug musst du uns nur gehen lassen. Mit den Daten. Also, die Uhr. Ich bleib lieber bei meinem Plan. Brauchen halt die Voodoo-Leute eigentlich, ne? Denke ich mir. Altes Spiel. Jo. Hat gut funktioniert. Wir brauchen halt die Voodoo-Leute. Verreckt wie der. Oh, too much information. Oh. Ach, Leute, der ist auch tot. Was ist passiert? Das Netzschwein hatte recht. Die Voodoos haben dich gefickt. Sobald sie Zugang zum Netwatch-Netz hatten, haben sie alle Agenten geröstet. Und dich dazu. Warum ist mein Hirn da nicht warmer Brei? Weiß nicht. Vielleicht sind dir endlich Eier gewachsen. Ob die Voodoos Brigitte befreit haben? Scheint ihr Plan gewesen zu sein. Dank dir war er erfolgreich. Weil die Voodoos dich zu einer verfickten Kamikaze-Drohne gemacht haben. Wer nimmt schon den Job von uns Voodoo-Frisern? Bah, Placid hat dich für ein Stück Scheiße aus der Gosse gehalten. Dachte, dich sucht keiner. Und? Hätte ich die Wahrheit sagen sollen? Nein, wir reden jetzt mit Brigitte. Du hast dir ja den Arsch gerettet. Wird trotzdem auch gern mit Placid reden. So billig kommt er nicht davon. Ab ins Bettys. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Alles Gleiche. Jo. Wir sind einfach unsterblich. So, komm jetzt bitte hier raus. Das wäre sehr angenehm. Und könnten wir mal laufen? Danke. Mal kurz sagen. Ich hab schon gedacht, hier irgendwie schon wieder irgendein Kackback. Genial. Mann, ich will rennen. Mach doch. Renn doch.
Willst du mit Placid reden? Bist du deswegen hier? Ich kann dich zu ihm bringen. Naja, ja. Geh schon selber hin. Na, was ist, wenn wir uns nicht mit ihm verlinkt hätten? Wäre gar nichts passiert, oder? Wäre mal ganz interessant zu wissen. Hallo, ich gehe gern durch. So. Mal gucken, ob das so funktioniert. Da war einfach mit Bettys. Mit der Voodoo-Leuten da reden können. Erstmal zum Hotel. Ah, er ist schon mehr. Eben. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Auf einer Skala von 1 bis 6? Würde sagen, eine dicke 6. Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Delamain vermisst dich. Ich soll dich abschalten. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Placid, wo ist der Scheißkerl? Treppe hoch. Ja, was schon sagen. Ton message ouvert en vibratouche. Même si à Montevigny, oui. Na, kann wieder nicht rennen, Alter. Das ist ja mega ätzend. Du bist zurück. Wie ist das möglich? Ist das der andere Typ, der in der Gym war? Hat's wohl nicht geschafft? Was genau habt ihr in der Gym freigesetzt? Einen Virus? Einen elektromagnetischen Impuls? Bevor es mich ausgenockt hat, habe ich gesehen, wie es die Tags der Network-Agenten in Mosleys Raster zerfetzt hat. Wir nennen es Kivale Limie. Verschlinger des Lichts. 10 Agenten haben's geschluckt. Das Raster, die BBSs. Kaputt. Aber du hast das Licht wieder ausgekotzt. Ich hätte einen Deal mit Netwatch machen sollen. Denn du hast mir einen Scheiß gebracht. Hast mir Parasiten ins Hirn gepflanzt. Es mir mit Netwatch versaut. Und jetzt habe ich auch noch euch am Arsch. Und Netschweine sind anders? Hätten den roten Teppich ausgerollt? Nein, du bist Dreck für die. Asse, wir müssen runter. Es ist nicht vorbei. Netwatch kommt wieder. Willst du ihn etwa zur Gruft führen? Er ist noch ein Ranion. Sonst nichts. Sieh dir die Scans an. Das habe ich. Sotti Kunia. Vertut mon Sotti. Du musst Brigitte sein. Bist schwer zu erreichen. Du hast was für mich. Du weißt vom Biochip. Habe ich recht? Ja, wir müssen seinen Zustand prüfen. Vielleicht hättet ihr nicht versuchen sollen, mich umzubringen. Ich hätte den Chip nie dieser Gefahr ausgesetzt. Wenn er in gutem Zustand ist, zahlen wir einen fairen Preis. Und einen Bonus für die emotionale Belastung. Der Biochip steht nicht zum Verkauf. Und du reißt ihn mir auch nicht aus dem Kopf. Das Ding war schon vor meinem Ausflug in die Gym im Arsch. Er funktioniert nicht? Das nicht. Aber niemand kann ihn mir rausnehmen. Ohne dass es mich vielleicht umbringt. Aber da du den Diebstahl in Auftrag gegeben hast, kannst du mir vielleicht helfen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Der Name Evelyn Parker. Sagt dir was? Ah, die Puppe. Die Hure. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich. Aber nicht hier.
Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Na dann, nach dir. So, okay. Okay, cool. Ich dachte, wir gehen jetzt da hin und ja, kommt einfach eine Ladesequenz. Hm, da hätte man auch hinlaufen können. Hm, naja. So, Folge Bridget. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich? No. Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, dann geht's hier weiter. Mit Bridget. Jo. Dann mal sehen, was sie mit unserem schönen Chip macht. Und mit unserem schönen Begleiter Johnny. Gut, also dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.